Hey, du willst also noch etwas deine Fertigkeiten üben? Sehr gut, dann bist du hier genau richtig. Ich schreibe dir ein paar Aufgaben auf und du lässt so viel Zeit, wie du brauchst. Ich kann warten. Schaue daher eher darauf, dass du die Zahlen schön aufschreibst und wenn du fertig bist, dann starte einfach das Video. Sehr gut, ich blende einmal die Lösungen ein. Und, alles richtig gemacht? Schauen wir uns vielleicht auch die dritte Aufgabe genauer an. Wir haben jetzt keine Stellen mehr, Tafeln mehr zur Hilfe, aber das schaffen wir auch so. Gut, schreiben wir unseren ersten Summanden auf, also 16,275 und setzen schon einmal die Kommas für die zweiten Summanden und die Summe, damit wir uns nachher nicht vertun. Nun schreiben wir den zweiten Summanden an, sodass die Stellenwerte mit dem Summanden darüber übereinstimmen. Nun können wir auch überprüfen, gibt es Stellenwerte, die für eine Addition wichtig sind und/oder keine Ziffern enthalten? Diese leeren Stellen füllen wir einfach mit einer 0 auf. Nun können wir die Summanden addieren. Also 5 plus 0 ist 5, 7 plus 4 ist 11 und wie bei natürlichen Zahlen schreiben wir 1 und die Zehnerstelle als Übertrag an. 2 plus 7 ist 9, plus die 1 vom Übertrag ist 10, also 0 und 1 Übertrag. Und 6 plus 4 ist 10, plus 1 ist 11, also 1 und 1 Übertrag. Und 1 plus 0 ist 1, plus 1 ist 2. So erhalten wir das Ergebnis 21,015. Sehr gut. Willst du dich jetzt auch gleich an einem Textbeispiel probieren? Wenn ja, dann habe ich hier eine schöne Aufgabe für dich. Ich finde zum Beispiel Berge und Bergsteigen unglaublich cool und spannend. Ein Traum von mir wäre, wenn ich einmal den Mount Everest mit einer Höhe von 8,848 Kilometern, der höchste Berg der Welt, besteigen könnte. Doch höchster Berg der Welt ist vielleicht so nicht ganz richtig. Es gibt nämlich auch noch einen anderen Berg, den Mauna Kea, der theoretisch noch größer wäre. Das Problem ist nur, dass dieser zu einem Großteil unter dem Meeresspiegel befindet. Genauer gesagt liegen die ersten 5,998 Kilometer unter Wasser und nur 4,205 Kilometer liegen über dem Meer. Wie hoch wäre also der Mauna Kea, wenn man die Messung vom Meeresgrund aus starten würde? Stopp einfach kurz das Video, um selbst zu rechnen. Gut, wir schreiben also zuerst 5,998 und setzen schon einmal das Komma für den zweiten Summanden und die Summe. Nun können wir den zweiten Summanden anschreiben, was in diesem Fall leichter ist, da sie ja gleich viele Nachkommastellen haben. Gut, also 8 plus 5 ist 13, also 3 und 1 Übertrag, 9 plus 0 ist 9, plus 1 ist 10, also 0 und 1 Übertrag, 9 plus 2 ist 11. Plus 1 ist 12, also 2 und 1 Übertrag. Und zuletzt 5 plus 4 ist 9, plus die 1 ist 10. Der Berg wäre also 10,203 Kilometer hoch, wenn man beim Meeresgrund zu messen beginnen würde. Sehr gut, damit hast du die Grundlagen schon gut geübt. Falls du nun auch noch etwas schwierigere Aufgaben rechnen willst, dann sieh dir noch das Mastery-Video an. Also, bis bald!